Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, Zeit für die Tepa-Werkstatt des dritten Quartals 2022. Als erstes zeige ich euch einmal all meine Teammitglieder, die mitgemacht haben, haben das gleiche Material bekommen, beziehungsweise ein kleines bisschen anders, weil das DSP etwas sich verändert. Das sieht man auch tatsächlich an den Projekten. Alle haben ein Blatt Farbkarton in Grundweiß bekommen. Alle haben ein halbes Blatt Designpapier bekommen und alle haben ein kleines Stückchen Geschenkband bekommen. Das Designpapier, und das werdet ihr, wenn ich euch die Projekte zeige, sehen, ist ein großes Paket. Und zwar ist das Gastgeberinnen-Set vielfältig feierlich. Und genau deswegen habe ich das auch gewählt, weil es vielfältig ist. Findet ihr ganz hinten im Jahreshauptkatalog und ich zeige euch mal, was man da alles so Tolles draus machen kann. Als erstes lege ich das mal beiseite. Ich habe das diesmal ein kleines bisschen sortiert und ich fange mal mit den Karten an. Die hier stammt von Nadja Hoffmann, die immer unfassbar tolle Projekte macht. Schade ist, dass Nadja nach wie vor keinen YouTube-Kanal hat. Nadja, ein Appell an dich, unbedingt eröffnen. Aber Nadja hat eine Facebook-Gruppe und da auch auf ihrer Website, auf ihrem Blog, zeigt sie ihre Projekte. Und das hier ist eine Turmkarte. Jetzt muss ich mal gucken. Die muss man eben einmal in die andere Richtung, damit man sie gut hinstellen kann. So sieht die aus. Wenn man sie hinstellt, und das ist solche Hinstellkarten, sage ich mal, sind sowieso immer der totale Knaller. Einerseits ist das einfach ein unglaublich toller Effekt und andererseits hat man was von der Karte. Die stellt man nämlich hin und legt sie nicht nur irgendwo hin, da hat man einfach ein bisschen mehr von. Sie hat hier einen riesen Aufwand betrieben mit ganz viel embossed und noch auf der Rückseite embossed. Und also gerade das mit dem Embossing ist natürlich total schön. Dann gehen wir weiter. Jetzt muss ich mal eben gucken, von wem die ist. Von meinem Team Sabine Ott. Das ist eine doppelte Z-Fold-Card oder eine W-Card eigentlich. Also eine W-Karte, weil hier ist ein W und eigentlich hört es hier auf bei einem Z. Da habe ich, glaube ich, noch eine zweite in der gleichen Art. Total schönes Format. Werde ich mich mal dran machen. Vielen Dank, Sabine. Die lege ich mir auch beiseite, weil sowas habe ich noch nicht gemacht. Wo lege ich die denn am besten? Die lege ich da. So, dann habe ich von Veronique Brückner, die habe ich extra im Umschlag drin gelassen. Veronique hat eine Rahmenkarte gemacht. Muss mal eben kurz ein bisschen vorsichtig sein. Innen noch ein bisschen von dem Designpapier verwendet. Veronique ist zu finden, mein Chaos-Bastelreich. Jetzt muss ich mal gucken. Sie ist auch bei Instagram unter mein Chaos-Bastelreich zu finden. Und Veronique hat eigentlich was total Pfiffiges gemacht. Sie hat gesagt, oder sie hat mir viel mehr geschrieben, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich auch Band dazu nehmen kann, weil ich wollte ja diese Weihnachtskugeln ins Bild reinhängen lassen. Und weil sie sich nicht sicher war, hat sie einfach aus dem Papier ganz feine Streifen geschnitten. Und diese Kugel hat es nicht überlebt. Das war zu fein und das ist einfach kaputt gegangen. Aber diese Kugeln bewegen sich eigentlich. Normalerweise hätte sie jetzt Band nehmen müssen, dann würden die sich natürlich deutlich besser bewegen. Aber sie wollte es richtig machen, was auch total in Ordnung ist, liebe Vero, dass sie kein zusätzliches Band genommen hat, weil das hier wäre jetzt zu dick gewesen, das Band, was ich mitgeliefert habe. Und ja, so geht das natürlich auch. So, dann nehmen wir das beiseite. Dann kommt das von, da ist eine Banderole drumherum und da ist das Band untergekommen. Kerstin Jahn. Übrigens werdet ihr ein paar Karten oder Projekte sehen, wo das Band nicht verwendet wurde, was völlig in Ordnung ist. Meine Teamies können alles verwenden, wenn sie wollen. Sie dürfen nur nichts hinzufügen. Sie können mit dem Papier, mit den vorhandenen Materialien machen, was immer sie wollen. Sie dürfen halt nur nichts hinzufügen. Also, wie gesagt, das ist von Kerstin Jahn. Und auch das ist eine schöne Funfold-Karte. Und auch diese Art habe ich bisher noch nicht gemacht. Und ich mag ja Funfold-Karten besonders gerne. Auch die werde ich mir zur Seite legen.
Ich weiß noch nicht, ob ich das mit, also mit Banderole finde ich zwar sehr schön, aber vielleicht ist das auch eine Karte, wo man gut Magnete mit verarbeiten kann. Muss ich mir mal angucken. Ganz vielen Dank. Hier kommt eine wunderschöne Karte von Nadine Ruß. Unter Papierkniff ist sie zu finden. Sowohl bei Insta, Facebook, YouTube und auch ihre Website ist Papierkniff. Und sie hatte mir geschrieben, das Band passte so gar nicht zu ihrem Projekt, deswegen hat sie Bindfaden einfach gemalt. Ist auch völlig in Ordnung. Eine gute Besserungskarte und wenn man die öffnet, ist das eine Pop-up. Finde ich total witzig, dass es hier so eine Schachtel hat sie gebaut und hier liegt ein Taschentuch drin oder ein Stückchen vielmehr von einem Taschentuch. Total schöne Idee und unglaublich schnell gemacht. Ganz, ganz toll, Nadine. Vielen Dank dafür. Dann haben wir da von Anja Engelbrecht. Auf Instagram ist das der Stempelengel. Sie hat die hippen Grüße genommen, das Designpapier und hat da die hippen Grüße draus gemacht und auch eine Pop-up-Karte draus gemacht mit der kleinen Tänzerin hier. Total süß. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Den Tag, den kann man hier hinten reinstecken. So. Dann haben wir eine Silvesterkarte von Anja Peach. Das ist hier embossed. Das war mal ein weißes Stück Papier. Das hat sie koloriert, das hat sie embossed. Total schön. Jetzt muss ich mal eben gucken. Innen drin noch ein bisschen geinkt. Und da kann man dann drauf schreiben. Sehr, sehr schön. Evelyn Lorenz, ach genau, da habe ich den Umschlag drin gelassen, weil Evelyn hat aus dem vorhandenen Material zwei Karten gemacht. Sie hatte genügend Material für zwei Karten. Das sind nicht 3x3 Karten, oder? Ich muss mal eben kurz gucken. Nein, das sind ein bisschen mehr als vier. Na, das ist eine halbe DIN A4 Seite, also vier, ein Achtel Seite. Hier hat sie die Seite umgeknickt. Und hat da das DSP schräg hintergelegt. Und bei der Halloween-Karte, eigentlich Halloween-Karte, sie hat da eine herbstliche Geburtstagskarte draus gemacht. Oh, das muss ich anders zeigen. So, das macht man hier auf. Und dann hat man hier noch einen kleinen Text. Finde ich auch ganz, ganz süß. Und das geht dann innen weiter und da kann man dann noch was schreiben. Und hier hakt man das so einfach unter. Ganz süße Karte. Vielen, vielen Dank. Das packen wir gut wieder ein. So, dann haben wir. Ach genau. Das stammt von Gerlinde Vatalla. Und Gerlinde hat eine Geburtstagskarte gemacht. Und zwar eine Aufstellkarte. Total schön koloriert mit Wink of Stella noch. Ganz, ganz schick. Und dann hatte sie Material übrig, weil hier passte ihr das DSP nicht, was sie bekommen hat. Und so hat sie kurzerhand aus dem vorhandenen DSP eine kleine Tasche gemacht und hat hier, das schiebe ich mal eben runter, hier ist eine kleine Karte dann noch drauf und hier innen drin sind so kleine Mini-Kärtchen, wo man noch was reinschreiben kann. Eine schöne Idee, auch wenn man mal ein bisschen Papier übrig hat und nicht so ganz genau weiß, was mache ich denn damit. Da kann man auch so Kleinigkeiten draus machen. Sehr, sehr schön. Ich glaube, ich packe das mal besser beiseite. Ups. Das lege ich mal beiseite und die Karten lege ich wieder in meine Box. Sonst fällt mir das hier sowieso gleich um. Wir haben noch einmal eine Karte mit den Happy Hippos. Kommt von Monika Galonska. Und auch Monika hat eine ganz normale kleine Karte daraus gemacht. Hier hat sie Designpapier bestempelt, auch eine schöne Idee. Und es blieb ein bisschen Designpapier übrig. Und da hat sie noch ein kleines Kärtchen draus gemacht. Und das hat sie nämlich beschrieben. Und da ist die Nachricht für mich drin. Sehr, sehr schön. Oh nee, hier reinlegen. So. Das hier, ups, komm her. Das stammt von Britta Borchers, auf Insta zu finden unter Schere Stempel Papier.
Sie hat so eine ganz filigrane Banderole aus dem Designpapier gemacht. Und jetzt muss ich mal eben gucken. Das ist so ein bisschen tricky hier. So. Einen Moment. So. Und was ich ganz witzig finde, aus dem Papier hat sie hier quasi so einen Glitzerflügel der Eule gemacht. Und der Verschluss immer wieder gern genommen und sieht total schick aus. Einfach einen Kreis gestanzt und den inneren Kreis und das bildet dann den Verschluss. Ganz, ganz schick. Wäre gar keine Banderole nötig gewesen. Die Karte hält auch so. Aber mit der Banderole sieht das Ganze dann natürlich nochmal, einen Moment, schön stimmig aus. Ganz wunderbar. Eine Halloween-Karte, die kommt, ah ja, genau. Die kommt von Yvonne Nagel, das kreative Yps. Da steht es nochmal. Und das ist hier so ein Vorhang. Den kann man nicht wirklich öffnen, sondern den schiebt man so ein bisschen beiseite. Und da ist dann nochmal drin gestempelt. Und wenn man das aufmacht, hat man eine Pop-Up-Karte. Und diese Pop-Ups sind echt so super einfach gemacht und haben einen unglaublich tollen Effekt. So, dann haben wir Stempelfreunde Carina Neff unter Stempelfreude, nicht Freunde, Freude zu finden bei Insta und Facebook. Und sie hat, und da sieht man mal wieder dieses Stempelset und diese kleine Stanze, Alpha Best nennt sich das, was man da Schönes mit machen kann. Sie hat so eine Lagenkarte gemacht, total schön. Und wirklich mit ganz, ganz wenig Aufwand und diesem Stempelset mit den kleinen Buchstaben kann man so schöne Sachen machen. Also ganz, ganz schick. Vielen Dank, Carina. Hier haben wir von Sonja Baptista Grütter. Auch sie hat zwei Kärtchen quasi gemacht. Hier einfach, ich sag mal einfach, das Designpapier genommen, was drüber gelegt, ein Stempelspruch drauf, Karte ist fertig. Und sie hat dann noch ein bisschen Papier verarbeitet und auch das Band und hat noch eine kleine Minikarte gemacht. Geht beides super gut. Diese Minikarten sind immer toll für kleine Geschenke, so als kleine Beigabe. So, die hier kommt von Susanne Arke und das ist eine Gatefold, weil sich hier so ein Tor aufmacht. Ein Gate ist ja ein Tor. Total schön gemacht und da passte ihr natürlich das Designpapier auch ganz hervorragend in der Länge für. Das bot sich da an. Ganz schönes Format, die lege ich mir auch mal beiseite, weil ich finde das gerade mit dem Designpapier echt eine witzige Idee. Die wird bei und lustig, ich habe mir eben schon eine Karte beiseite gelegt. Schaut mal, das ist das gleiche Designpapier durch Zufall. Passt ja gut. So. Das ist so eine Sisyphus-Arbeit hier. Das ist, glaube ich, von Susanne Homm, ne? Ja, das ist von Susanne Homm. Ach, über ihren Namen stolper ich jedes Mal. Flim Flemke. Ich kann es mittlerweile sagen, aber schreiben könnte ich es immer noch nicht. auch Susanne ist bei Instagram und Facebook zu finden. Ja. Und sie hat aus einem bestimmten Set diese kleinen geometrischen Formen ausgestempelt und gestanzt und hat da eine Karte draufgelegt und das ist auch super geworden. Aber das alles aufzukleben ist auch echt eine Sisyphus-Arbeit. Aber ist mal was anderes. Sehr schön. So, dann haben wir noch einmal die Happy Schweinchen. Das kommt von Tanja Busse. Bei Instagram zu finden unter 3 Stempel hoch. Tanja macht ja immer so total tolle Projekte. Und sie hat das Silvesterpapier genommen, hat da aber, eigentlich ist ja nicht nur Silvester, auch zum Geburtstag, sie hat da eine Geburtstagskarte draus gemacht, kann man natürlich Feuerwerk anzünden. Und hier hat sie dann noch ein Reststück von dem Designpapier reingeklebt und so ein kleines Täschchen entstehen lassen. Und da kann man dann wieder einen Gruß reinstecken. Auch eine sehr schöne Idee. So, und die hier, muss ich mal eben kurz gucken. Da ist sie. Die stammt von Sandra Thielemann, Ergo Paper. Ich glaube, darunter ist sie bei Instagram auch zu finden. Kein YouTube leider. Was sehr schade ist, auch bei dir, liebe Sandra,
solche Projekte wollen in nicht nur Bild, sondern auch Ton gezeigt werden und bewegte Bilder. Bei Instagram unter ErgoPaper zu finden. Jetzt muss ich das nochmal eben, hier war eine Banderole drum. Und wenn man das aufmacht und das aufmacht, dann hat man hier eine kleine Geschenktüte. Total schön, hier ist noch Platz zum Schreiben. Diese Geschenktüte oder diese Kartenform mit der Geschenktüte steht bei mir auch noch auf der Liste. Ich zeige euch noch, wie das funktioniert. So, das bauen wir mal eben wieder zusammen. Und das stecke ich diesmal hier rein. So, das waren die eigentlichen Karten, sag ich mal. Dann komme ich noch mal zu den etwas größeren oder anderen Karten. Die habe ich einfach auf einen anderen Stapel gelegt. Das hier kommt von Aline Zöntchen. Das ist eine Scheibenwischerkarte. Das fasst man hier an. Und wenn man die aufzieht, dann kommt da sowas hochgewischt. In dem Fall ist das ein Wal. Und weil sie noch Material übrig hatte, hat sie noch ein ATC gemacht, ein ATC-Kärtchen und noch ein kleines zusätzliches Kärtchen, auch mit diesen Quallen. Sehr, sehr schön. Und da passt natürlich auch ganz hervorragend zu der Idee, vielleicht ist sie daraus auch entstanden, das Designpapier, was dahinter liegt. Das lege ich hier hin. Gleiches Designpapier, völlig anderes Projekt, wie ihr seht. Das ist von Antje, glaube ich. Antje Bebitsch. Einen Moment. Da, ja. Antje Bebitsch ist sowohl bei Insta als auch bei YouTube zu finden unter einfach bastelhaft. Und sie hat so eine ganz tolle Rahmenkarte gemacht mit einem Igel und diese wundervoll kolorierten Blätter, die auch hier vorne schon sind. Leider hat dieses Täschchen so ein bisschen einen auf dem Versand mitgekriegt. Das ist nicht mehr so 100% gerade. Aber dieses Täschchen ist gedacht für diese Karte zum Einstecken. Und dann kann man das hier halt, das habe ich jetzt auf der einen Seite abgenommen, mit einem Schleifchen zubinden. Wunderbar. So, jetzt muss ich mal gucken. Selma. Selma Zierroll von Stempeluniversum hat mir ein kleines, einen kleinen Brief mit reingelegt und schrieb da drauf, man sieht es zwar nicht, aber ich habe nicht mitgezählt, ich habe rund 14, 15 unterschiedliche Stempelsets benutzt. Selma, ich glaube, da hast du den Vogel abgeschossen, so viele hat keiner benutzt. Selma hat ein kleines Büchlein gemacht und in diesem kleinen Büchlein sind noch kleine Taschen drin. Und in den kleinen Taschen sind wiederum kleine Kärtchen drin. Und man sieht schon, hier sind ganz viele unterschiedlichste Stempelabdrücke drauf. Und hier dann auch nochmal weiter, hinten drauf noch. Oh, hier hinten drauf ist wahrscheinlich auch noch was. Einen Moment. Ja, hier hinten drauf auch noch. Und das dritte nochmal eben. Einen Moment. Da ist auch, nee, das ist ausgestanzt und geschnitten. Nee, ich glaube, das ist gestanzt. Und hier haben wir dann noch weitere Sachen. Und hier ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ihre Karte drin. Stimmt, Selma hat neue Karten. Selma hat ein neues Logo. Stempeluniversum. Zu finden unter YouTube, Pinterest und Instagram. So, dann haben wir, das ist, Moment, Marion Tesma. Marion hat eine, wie heißt die Kartenform noch? Komme ich gerade nicht drauf. Also die ist platt, das ist eine Stanzform. Und die stellt man dann auf und dann kann man das hinstellen. Und beklebt hier die Innenräume. Ups, hier bleiben. Na, komm her. So. Und kann hier seine Sachen reinbringen, die man zeigen möchte. Und sie hat sich für die Wichtelweihnacht entschieden. Total süß. Die Wichtel sind auch echt zu süß. Was halt schön ist, man kann das platt verschicken. Und selbst wenn jemand so gar nicht damit zurecht kann, dann kann man, also das, da kommt man, glaube ich, ziemlich schnell hinter. Noch ein Briefumschlag dazu, schön dekoriert, wunderbar.
So, und das hier stammt von Mareike Petrak. Mareike ist bei mir in der zweiten Ebene, meine ich. Nee, ich glaube sogar dritte Ebene. Und sie hat eine, eigentlich ist es auch eine Z-Fold, ne? Was ich ganz lustig finde, sie hat halt auch das Silvesterpapier bekommen. Da kann man sowohl Geburtstagskarten als auch eben Silvesterkarten draus machen. Und sie hat Silvesterkarte draus gemacht für 2023. Sehr, sehr schön. Und das hier ist alles selbst gestempelt. Das ist kein DSP. Den Stempel kenne ich nämlich. Aber schön auch mit der Farbwahl. Also wirklich ganz, ganz toll, Mareike, gemacht. Ist eine echt schöne Karte geworden. So, das war es jetzt aber mit den grundsätzlichen Karten. Die packe ich jetzt mal eben dort an die Seite. Dann habe eine Karte habe ich zwar noch, aber die gehört zu einem Projekt. Dann habe ich jetzt Sachen, die ich die Verpackungen sind. Ich fange mal einfach mit dem Stäbelchen hier an. So, das stammt von genau. Das ist von Katja Hamann. Und jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, hier war Schokolade drin, die hat es nicht überlebt. Katja ist zu finden unter Kreative Pause EL, auf jeden Fall auf ihrem YouTube-Kanal. Da haben wir gerade erst in unserem Team-Förderprogramm mit ihr einen Termin gehabt und waren alle baff erstaunt, wie gut sie das hinkriegt. Jede Woche wirklich seit, was hat sie gesagt, ich glaube 2,5 Jahren, lädt sie jede Woche 2 neue Projekte auf ihrem YouTube-Kanal hoch. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass sie das so durchzieht und so gut hinkriegt. Diese kleine Box hat innen drin quasi nochmal 2 Boxen. Ist eine ganz, ganz schöne Idee. Eine Banderole drumherum. Und fertig ist das. Und sie hatte noch Material übrig und hat da noch einen schönen Tag draus gemacht. Sehr, sehr schön wie immer, Katja. Einmal rüberschieben. So. Die hier, ich halte meine Teammitglieder, die an der Tepa-Werkstatt mitmachen, immer dazu an, schickt mir das doch flach. Ich klebe das für euch zusammen, dann spart ihr euch natürlich Porto. Also hier so eine Box vielleicht nicht, weil dann hätte ich die Box ja gebaut. Aber so eher einfache Boxen, die klebe ich dann zusammen. Hier war das auch der Fall. Von Mireille Liesbrock habe ich das flach bekommen, habe das eben schnell für sie zusammengeklebt. Es war kein großer Aufwand. Sie hatte alles vorbereitet. Ich musste wirklich nur noch kleben. Sie hat das doppelwandig gemacht. Gerade bei Boxen, die nicht so sonderlich hoch sind, bietet sich dieses Doppelwandige wirklich an. Das macht das Ganze deutlich stabiler. Hier hat sie das Designpapier benutzt und hat das gefärbt mit, ich nehme an, so wie das aussieht, Blendingpinsel. Das geht am einfachsten und ist am saubersten. Und da natürlich dann noch Material übrig war, hat sie, und da hat sie wahrscheinlich die Box drauf angepasst, so kleine Tags gemacht zum Geburtstag. Auch eine ganz, ganz schöne Idee. Die passen hier nämlich genau rein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist eine Ecke. So. Dann habe ich von Silke Pfeffer eine Umverpackung quasi. Mit dem, wie heißt das Set noch? Aus dem Jahreskatalog. Mit diesem großen Bären. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Und das ist eine Umverpackung für ein Pflegebad. Ich freue mich übrigens immer sehr, wenn diese Umverpackungen auch gefüllt sind. Hier drüber freut sich in dem Fall mein Mann sehr. Der liebt diese Pflegebadzusätze. Und immer wenn der in die Wanne geht, und das macht er gerade im Winter deutlich häufiger als ich, dann nimmt er sich solche Sachen. Natürlich haben wir auch selbst von allen möglichen Firmen Sachen gekauft. Aber das ist immer schön. Ich glaube, so manchmal diese Sachen würden wir uns so nie kaufen. Und Mike ist immer total happy, wenn ich sowas mit irgendwelchen Projekten geschenkt bekomme. Und der kann das dann alles in sein Badewasser kippen. Also Silke, herzlichen Dank auch von meinem Mann. Der wird das sehr genießen. Ja, und diese Umverpackung, das ist halt sehr schön, gerade für solche Tütchen oder Kleinigkeiten. Sowas kann man auch mit einer Schokolade machen, die man dann hier so rausziehen kann. Und das hier stammt von, ich muss mal eben, da, da, da.
Papierpfote ist Daniela Kobmann. Unter Papierpfote auch auf Instagram zu finden. Und sie hat eine Ziehverpackung gemacht. Jetzt ist es natürlich so, man würde das mit deutlich stärkerem Papier machen, damit das nicht ganz so schlotterig ist. Sie hat aber nun mal eine Vorgabe gehabt und konnte kein anderes Papier nehmen. Nichtsdestotrotz, obwohl das dünnere Designpapier ist, funktioniert das ganz hervorragend. Man muss es allerdings hinlegen. Hier fängt es jetzt an zu haken, weil dafür ist das Papier einfach nicht ausgelegt. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem dabei. Da bräuchte man festeres Papier. Aber, liebe Daniela, sehr schönes Projekt und es funktioniert. So, dann habe ich, jetzt muss ich mal eben gucken, gehörte das, gehört hierzu. Da habe ich mich tüchtig drüber gefreut. Jedes Mal, wenn ich von Doreen Maestrock ein Projekt bekomme, freue ich mich da riesig drüber, weil das ist immer grandios. Diese Box hier, einen Moment, die muss ich euch nochmal zeigen. Als erstes mal, das ist dieser Halloween-Hut und das Halloween-Set. Das hat sie so präpariert, dass die Füße sich bewegen, was ich total eine witzige Idee finde. Innen drin hat sie dann, weil es ja Halloween ist, so eine Hexentreppe gemacht. Und daran hat sie dieses Pop-Up-Boo gemacht. Das ist auch wieder mit Alphabest. Und dann liegen hier noch so, einen Moment, nicht die da raus. Na, komm her. Die hat sie festgeklebt. Das sind so Augenformen, diese Schokoladen. Die hat sie allerdings festgeklebt, damit die da nicht so rausfallen. Total super. Das ist das eine Projekt, was sie aus dem Papier gemacht hat. Und aus dem Designpapier hat sie ein zweites Projekt gemacht. Auch hier wieder der Hexenhut mit den wackelnden Füßen. Total witzig und super einfach gemacht. Und da hat sie so eine Box draus gemacht. Hier hat sie noch aus einem Designpapierstückchen das rausgeschnitten und oben drauf geklebt, damit das noch ein bisschen wertiger aussieht. Hier noch so eine Rolle geklebt, total süß. Und innen drin, und das finde ich toll, da hat sie mir extra noch einen kleinen Zettel beigelegt. Das ist weiße Schokolade, gefärbt mit Lebensmittelfarbe. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe es extra nicht aufgemacht, wohl gerade bei weißer Schokolade. Aber die sieht schon gruselig aus, ne? Das sieht so ein bisschen aus wie der Schrei hier. Oder wie heißt dieser hässliche Film noch? Scream. Mit der hässlichen Maske. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Doreen. Wieder tolle Projekte, wie immer. Da ist mittlerweile die Erwartungshaltung auch schon echt groß. So, dann habe ich noch, ja, von Sabine Klei. Sabine Klei ist auch eine Demo von mir. Die hat, die offensichtlich wirklich, wirklich toll kolorieren kann. Guckt euch mal an, ich halte das mal etwas höher, wie schick das ist. Ist das schön koloriert? Und gar nicht die Farben, die man sonst so gewohnt ist von den Wichteln. Finde ich super schick. Das ist ein kleines Tütchen, sage ich mal, oben verschlossen. Und dann, weil sie noch DSP übrig hatte, hat sie so eine Bonbon-Box gemacht. So, eigentlich würde man hier jetzt, es muss so rum, so, eigentlich würde man hier jetzt zwei Bänder drum wickeln, aber in Ermangelung, dass sie ja kein Band benutzen darf und das Stück, was ich mitgegeben habe, war für beide Seiten zu wenig, hat sie gesagt, Sonja, gar kein Problem, ich lege dir diese kleinen Klammern mit rein, damit verschließt du das einfach. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich habe hier vorgesessen und habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt so zusammendrücke, wie soll ich denn das, da sind keine Löcher drin und durchpieksen ist ja auch doof. Und irgendwie dazwischen geht auch, also ich weiß nicht wie. Aber das macht gar nichts, ich lasse die Verpackung so, wie sie ist. Ich spende die ja mit, das geht alles mit in meinen großen Kasten. Und ich wickel da einfach noch ein Stück Band rum und dann ist das gut. Weiß ja keiner. Aber was halt auch hier, finde ich, auffällt, der Wichtel ist komplett anders koloriert, als man das so kennt. Ich finde das total schön mit dieser braunen Mütze. Man kennt das immer in Blau und in Rot und in Grau. Aber dieser braune Farbverlauf habe ich bisher noch nicht gesehen. Finde ich super, super schick.
So, das mache ich da mal eben wieder ran. Und dann habe ich noch eine letzte Karte und deswegen noch eine Karte, weil die gehört dazu. Und eine Verpackung von Christine Strobel. Und totaler Knaller. Also so ein schönes Ding. Auch mit einem Halloween-Set aus dem Herbst-Winter-Katalog. Und hier sind, jetzt muss ich da mal dran ziehen. Ach. Das ist der erste. Da sind kleine Merci-Stangen drin. Und wahrscheinlich fällt der nächste jetzt so raus, oder? Oh, habe ich das jetzt falsch gemacht? Ich kenne diese Verpackung nicht. So habe ich die noch nie gesehen und gemacht. Aber eigentlich müsste der jetzt nachrücken, oder? Habe ich da zu doll dran gezogen? Aber hier lag nur einer drauf. Hier ist auch der... Naja, aber auf jeden Fall ist das eine Massivriegelverpackung. Total schick geworden. Auch mit den Echsenfüßen hier. Und dazu gehört halt eine Karte. Und die wollte ich euch nicht vorenthalten, weil hier sieht man mal, das ist diese die Stanzform Punkte. Ich muss nachgucken. Einen Moment. Das muss ich jetzt unbedingt nachgucken. Wie heißt das? Perfekte Punkte nicht. Irgendwas mit Punkte. Einen Moment. Ah, perfekte Punkte. Tatsächlich. Die findet ihr im Jahreskatalog auf Seite 174. Hier oben ist sie. Und die ist so unscheinbar. Aber ich habe schon so viele tolle Projekte damit gesehen. Das ist so einfach. Basiskarte, Mattung, eine zweite Mattung mit der Stanzform. Und dann hat man diesen Effekt. Und das finde ich grandios. Auch hier hat sie nochmal eine total schöne Karte draus gemacht, die für mich beschrieben ist. Das ist also meine. Das ist auch, gehört nicht zu den Projekten. Das hier ist das Projekt. Aber ich wollte euch diese Karte nicht vorenthalten, weil ich finde die wirklich total schön. So, und jetzt gucke ich mich nochmal eben um. Ich habe alles gezeigt. Jawohl. Und wie ihr seht, es ist faszinierend, was für unterschiedliche Projekte man mit denselben Materialien rausfinden kann. Oder rausbekommen kann. Ja, ich finde das jedes Mal faszinierend und bin jedes Mal begeistert davon. Alle kriegen die gleichen Materialien und es sieht komplett anders aus. Sie machen auch andere Dinge damit, je nachdem, wie man das Designpapier bearbeitet, wie man den Farbkarton bearbeitet. Alle haben weißen Farbkarton gehabt und alleine bei den beiden Projekten, ich drehe das mal eben um, das ist halt bestempelt und das ist gewischt und bestempelt. Und so hat man aus weißem Farbkarton völlig andere Dinge. Also ich bin jedes Mal wieder begeistert und ich freue mich jetzt schon sehr auf die nächste Tepa-Werkstatt. Dieses Mal habe ich sie etwas vorgezogen und habe meine Teamies gebeten, sie mir die Projekte bis, ich muss lügen, ich glaube Anfang Dezember zurückzuschicken. So dass ich euch das noch im Dezember präsentieren kann, weil das ist ein Weihnachtsthema. Und dann habt ihr da vielleicht noch was von und könnt für Weihnachten euch noch das eine oder andere Projekt abgucken und Inspiration holen. Ich würde sagen, erstmal allen ganz herzlichen Dank, die mitgemacht haben. Und ich hoffe, ihr habt einiges an Inspiration finden können. Bis zum nächsten Video und bis dahin. Ciao, ciao.